Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Mona kocht. Das erste Grün, das ich in unserem Garten ernte, ist Bärlauch. Heute zeige ich euch wieder eins unserer Familienrezepte, nämlich Bärlauchknöpfle. Und wie die gemacht werden, zeige ich euch jetzt. Als Zutaten habe ich hier Mehl, Bärlauch, Eier, etwas Knoblauch, Salz und Wasser. Zunächst werde ich die Bärlauchblätter waschen und gut abtropfen lassen. Danach in feine Streifen schneiden und später pürieren. Die Bärlauchblätter fasse ich zu mehreren zusammen und schneide erst die Stängel ab. Dann werden sie in feine Streifen geschnitten. Das geht am besten mit einem richtig scharfen Messer. Obwohl ich die Blätter gleich püriere, ist es sinnvoll, sie vorher klein zu schneiden. Die Messer des Pürierstabs setzen dann nicht so schnell zu. Mit dem restlichen Bärlauch dann genauso verfahren. Von den Streifen nehme ich ein klein wenig beiseite, das wird später unsere Garnitur. Der Rest wird jetzt fein zerkleinert. Zum Pürieren nehmt ihr am besten einen hohen Becher. In diesen gebe ich jetzt 200 ml kaltes Wasser. Da Bärlauch durch Erhitzen einen Teil seines charakteristischen Geschmacks verliert, unterstütze ich diesen mit einer halben kleinen Knoblauchzehe. Mehr sollte es aber wirklich nicht sein. Dann drückt ihr das Ganze durch die Knoblauchpresse ins Wasser hinein. Jetzt gebe ich den Bärlauch zu. Die Blätter gut eindrücken und im Intervallmodus vorsichtig zerkleinern. Das kann etwas dauern, weil sich manchmal das Schlagmesser zusetzt. Wenn's dann so aussieht, ist's fertig. Mit dem Bärlauchwasser wird nun der Teig zubereitet. Zuerst gebe ich das Mehl in eine Schüssel. Darauf kommt ein Teelöffel Salz. Damit es sich gut verteilt, rühre ich es erstmal ein. Danach forme ich im Mehl eine Mulde. Da hinein gebe ich die drei Eier. Das Bärlauchwasser solltet ihr kurz durchschwenken, weil es sich leicht am Boden absetzt. Dann zum Mehl gießen. Falls etwas im Becher geblieben ist, auch diese Reste noch herausnehmen. Nun mit einem Löffel von innen heraus das Mehl einarbeiten. Anfangs ist es noch sehr trocken, aber beim Weiterrühren bildet sich dann der Teig. Sollte er am Schluss doch zu fest sein, könnt ihr immer noch ein wenig Wasser zugeben. Ich nehme für die Teigzubereitung am liebsten einen Löffel. Damit bekommt man das richtige Gefühl für die Konsistenz. Je fester ihr den Teig aufschlagt, umso geschmeidiger wird er. Wenn der Teig so wie hier vom Löffel fällt, ist er gerade richtig. Ich gebe also kein weiteres Wasser zu. Hier habe ich einen großen Topf mit dem Kochwasser. Das Feuer ist schon an und ich gebe 2 gute Teelöffel Salz hinein. Jetzt muss es aufkochen und dazu lege ich den Deckel auf. Das Wasser kocht. Ich nehme einen Metalllöffel und tauche ihn kurz ins kochende Wasser. Mit dem heißen und nassen Löffel lassen sich die Knöpfle besser abstechen und bleiben nicht so leicht daran hängen. Ihr nehmt eine kleine Menge Teig und legt sie ins kochende Wasser ein. Dabei wird auch der Löffel wieder nass. Beim Garen gehen die Knöpfle etwas auf, werden also größer. Daran solltet ihr beim Abmessen der Teigmenge denken. Auch solltet ihr nicht zu viel ins Wasser geben, sonst garen sie nicht gleichmäßig durch. Das Wasser muss auch stets am Kochen gehalten werden. Diese Teigmenge koche ich in 3 Portionen. Die erste Portion ist im Topf. Jetzt gut durchrühren, damit nichts am Boden ansetzt. Kurz aufkochen und dann köcheln lassen. Die Größe der Knödel hat auch etwas mit ihrer Konsistenz zu tun. Während die kleinen eher weich werden, sind die größeren und großen Exemplare im Inneren fester. Wir mögen am liebsten diese mittlere Größe. Während des Garens ab und zu mal umrühren. Der Schaum, den ihr hier seht, kommt von den Eiern. Wenn sie dann so aussehen, sind sie fertig. Diese waren jetzt gute 3 Minuten im Wasser. Ihr nehmt sie mit einem solchen Schaumlöffel heraus und schüttelt sie ein wenig, damit das Wasser gut ablaufen kann. Dann in eine Schüssel geben. Hier könnt ihr gut sehen, wie viel sie aufgegangen sind. Nun beiseite stellen und mit dem restlichen Teig genauso verfahren. Das Wasser muss wieder kochen und den Löffel wieder eintauchen. Nun wie eben mittelgroße Knöpfle abstechen. So würden übrigens kleine Knöpfle aussehen.
und das hier wäre die richtige Menge für große. Auch diese sind fertig. Ich nehme sie heraus und gebe sie zu den anderen. Jetzt können sie angerichtet werden. Und so sehen meine Bärlauchknöpfle fertig aus. Ein paar frische Bärlauchstreifen verfeinern zusätzlich den Geschmack. Ihr könnt sie als eigenständiges Gericht mit gebratenen Zwiebelringen und Tomatensalat servieren. Aber auch als Beilage zu Eiern in weißer Soße passen sie sehr gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe gern für euch gekocht und würde mich sehr freuen, wenn ich euren Geschmack getroffen habe. Wer mein Rezept nachlesen mag, kann das auf meiner Webseite tun. Klickt dazu einfach auf den Link links unten. Wenn ihr mögt, schreibt doch mal eure eigenen Bärlauchideen in die Kommentare. Wie immer habe ich noch zwei andere Rezepte für euch rausgesucht. Rechts oben das Rezept für Eier in weißer Soße und darunter meine süffige Maibowle. Solltet ihr das erste Mal auf meinem Kanal sein, könnt ihr mich gern abonnieren. Dann bekommt ihr immer wieder neue Videos zu den besten Rezepten und Tricks von mir zu Hause. Also dann, viel Spaß beim Kochen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal, eure Mona.